Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft. Ja, mir ist ein bisschen von der Folge weg. Und jetzt muss ich natürlich die 30 Minuten wieder aufnehmen. Ich habe 5 Diamanten gefunden, habe eine Diamantspitzhacke gemacht und noch 2 Diamanten für den Zaubertisch übrig. Habe mir die 4 Obsidian geholt für den Zaubertisch und habe ein bisschen Diorit und ein bisschen Granit gefarmt und Redstone. Ich kann euch kurz schauen, wo ich gefarmt habe. Das war hier unten. Dann hier runter. So, tut mir leid, dass ich da nicht alles aufnehmen konnte. Dann bin ich hier entlang, also gestripmined. So. Und hier, wo Wasser ist, bin ich dann hoch. Das Wasser war oben in einer Schlucht. Kam ein Wasserfall runter und das ist der Wasserfall noch. Zeig mir's. Komm schneller. Ohne Zombie, bitte. Wo ist der Zombie? Da drüben. Okay. Ach komm, was ist das so langsam? Hey. So. Dann bin ich hier entlang. Ohne dass das Dings klar kämpft. Und hier habe ich meine Zwischenbasis gemacht, wo ich ein bisschen Eisen gebrannt habe. Und sonst eigentlich nichts. Ah ja, wo ich die Diamanten gefunden habe. Gleich hier unten. Darum habe ich hier die Basis hier oben gemacht, wo ich ein bisschen sicherer bin. Das war der vierte Part. Jetzt kommt natürlich der vierte Part in richtig, wo ich auch richtig aufnehme. Weil, ja, scheinbar habe ich einfach die Taste nicht gedrückt. Und deshalb war es eine Fail-Aufnahme, die gar keine Aufnahme war, sozusagen. Leider. Aber mehr habe ich eigentlich nicht viel erkundet. Ein bisschen hier überall in die Gänge, rechts und links. Aber sonst nichts. Wie hoch kommt man hier eigentlich? Ah, recht hoch. Können wir eigentlich hier wieder rausbuddeln? Oh, boah. Nein. Gut. Lass mich heilen. Boah. Schlimm. Greift mich einfach irgendwie ein Skelett an. Oh, da muss man sich ja jetzt wirklich ums Leben kämpfen. Fürchten in Minecraft. Shit. Wie konnte mir das Skelett da oben treffen? Das war schon lange aus der Schussweite. Oh je. Voll der Schock. Das war eben, als ich dort bei der beim Wasser, bei der Strip Mining Gang, wo das dann Wasser kommt, da bin ich auch fast gestorben. Konnte doch noch konnte doch noch überleben. Und jetzt doch schon wieder mit einem Herz. Oder mit 1,5 Herz. Oh, Minecraft ist wirklich gefährlich geworden. Zum guten Glück habe ich überlebt. So, jetzt aber ohne Skelett. Ah, seht ihr, irgendwo habe ich immer Skelette. Schon wieder Skelett, das er angreifen kann, ohne. Boah. Himmel Maria. Was ist denn los? Wo kommen die Skelette überall hin? Herr. Da muss ich doch hochbauen. Ich kann unmöglich jetzt das gegen das Skelett antreten. Ach komm. Ich baue mir jetzt hier nach oben. Direkt nach oben. Oder zwei in jede Richtung. So, aber ich möchte zuerst den Bruchstein gebrauchen. Oh. Völlig aus der Ruhe. So, und jetzt rüberbauen. Jetzt bin ich ungefähr in der Sicherheit. Jetzt muss ich nur hier zum... Genau. Hier hinkommen. Wo ist das Skelett? Nirgends. So.
So, jetzt bin ich besser in Schutz. Wo ist das Skelett jetzt hin? Hä? Wo ist das Skelett? Na gut. Sheet. Minecraft. Was ist nur mit dir passiert? Wieso bist du sogar fertig geworden? Ich hatte nie Probleme mit Minecraft und jetzt plötzlich habe ich die Minecraft-Problem weg. Vor allem dem Kampfsystem und dass die Skelette wieder mehr Schaden machen. Und alles Mögliche. Oh je. So, jetzt graben wir uns ein Home. Und dann haben wir das. So, jetzt sind wir oben. Oder? Ja. Gut. Und zwar, wir haben hier ein kurzes, kleines Loch. Aber, sind wieder oben. Zum guten Glück. Da vorne ist uns aus. Mache ich hier mal so eine Markierung, dass hier ich mich hochgebaut habe. Und jetzt haben wir immerhin die Rohstoffe. Boah. Zuerst nicht aufgenommen, dann nicht, fast nicht überlebt. Und dann nicht hochgekommen wegen einem Skelett. Aber wir haben unser Zeugs. Nein, das nicht. Das Obsidian kann auch noch rein. So. Die zwei Sachen mache ich hier rein. Und der Erde auch. Und jetzt haben wir eigentlich hier das Wasser unten. Können uns dann fallen lassen. Aber wir machen jetzt zuerst mal Leiten, damit wir überhaupt Leiten, also wieder hochkommen. Sollte eigentlich reichen. Nein, reicht nicht. Schade. So täuscht man sich. Ah. So. Gut. Mist. Ach komm, hey. Ja, ich muss von unten nach oben. Ich muss runtergehen. Das geht nicht gut. So. Und hier nach oben bauen. Das muss ich aber anders machen. Wie soll ich das am besten machen? So komme ich ja nicht hoch, ja. Ach komm. So kommt man hoch, ja. Gut. So, machen wir eine Treppe nach oben. Ja, aber jetzt komme ich nicht hoch. Wieso komme ich jetzt nicht hoch? Jetzt. Also, jetzt muss... ich muss die Öfen zuerst wegmachen. Sonst komme ich da nicht raus. Hui. So. Die Öfen haben wir ja gesagt, machen wir hier hin. So, dann mache ich die Truhe anders. Die andere Truhe eigentlich auch, aber erst später. Wow, gehst du schnell kaputt, Truhe. Richtig toll. So, alles blumige Zeugs hier rein. Also du bist nicht blumig genug. So, und der Rest hier rein.
Die Holzkohle kommt übrigens in den Ofen wieder. So. Also dann haben wir hier Eisen irgendwo. Eisen zum Braten. Also zum Gießen sozusagen. Und sonst haben wir eigentlich nicht. Machen wir noch ein bisschen Bruchstein rein. Cobblestone. So. Und die andere Leiter machen wir hier hoch. Hier. So. Weil dann den zweiten Stock geht. Zweites Stockwerk. So. Jetzt müssen wir wieder ums Essen kümmern. Ah, verlief doch schon ein bisschen, ja, gut, aber extrem unter hohen Gefahren ausgesetzt sind wir endlich wieder an der Oberfläche. Also wirklich, da muss ich wirklich besser aufpassen. Machen wir ja bald das Schild. So, machen wir ein bisschen Brot noch da raus. Und für die Kühe natürlich. Hallo. Konzentration bitte, Drago. So. Also eben, wie gesagt, die zwei noch. Wo ist das kleine oder das, die großen? Hallo? Ich hatte doch drei. Oder? Bist du das? Das geht mal gar nicht. Dann tun wir halt die wieder hier rein. Die war vorher nicht da. Ist die wirklich rausgeglitscht? Irgendwie kann die überhaupt rausglitschen? Wie denn? Ah, Minecraft ist immer noch nicht ganz so glitchfrei. Für die Tiere vor allem. Komm, hoch. Und jetzt hier rein. Gut machst du das. Bravo. Sehr gut. Oder können die jetzt hier drüber? Wie denn? Nein, die können nicht drüber. Okay, jetzt haben wir wieder vier Kühe. Wir haben keine Axt gemacht. Mache ich lieber das so. Gut. Können wir auch drüber. Und die Workbench. Wieso nicht gleich eine Axt zuerst machen? Und eine Schaufel. Bitte. Dankeschön. Können wir noch eine Hacke machen? So. Jetzt ist aber gut. Dankeschön. Workbench hier hin. Und hier, hier machen wir die Sachen rein. Also, das Weizen möchte ich gerne noch verbrauchen zu Brot. Ist dann nur 10 Brot, aber immerhin haben wir auch das Achievement und können gleich mal ein bisschen essen. So, was wollten wir? In den Schwarzeichenwald oder Dunkeleichenwald und hier noch ein paar Birkenholz sammeln. Weil das erste Stock, den ersten Stockwerk machen wir aus dunklem Holz und der zweite aus Birkenholz. Also sollen wir das erst, komm, wir machen das erste aus Birkenholz und das zweite aus Ding, weil dann oben die Schlafzimmer sind. Ja. So. Und hier auch. Füllen. Füllen, füllen, füllen. Hallo Huhn. Gibst du mir Eier? Und Bäume, gebt ihr mir Setzlinge? Setzlinge. Ich hab Setzlinge gesagt. So. Kommt mehr. Mehr Setzlinge. Für den Drago. Viel mehr Setzlinge. Ach komm, hey. Bäume, schlaft nicht. Hallo. Bäume, gib mir Setzlinge. Ah, da ist wieder ein Setzling, zwei Setzling. Gut.
Setzlinge, ihr kommt wieder dorthin und hierhin und hierhin. Und dann gehen wir zum Schwarzer Eichenwald. Der war ja hier hinten irgendwo. Oder war er in diese Richtung? Ist das der dunkle Eichenwald? Nein. Dort ist er, genau. Das haben wir, glaube ich, im zweiten Park gesehen. Supi. Jetzt könnten wir ein Boot nehmen. Nehmen wir zwei Boote. Eins zum Rückweg. Und holen wir diese Dunkleichen. Dort, genau, die linke nehmen wir dort. Ich hoffe, die gibt da noch genug Setzlinge. Und dass die Hexen dort vom Hexen nicht kommen. Okay, wir gehen nicht zu nah zum Hexenhaus. Hier. Und Crash. Ja, auch noch buggy. Alles ist noch buggy in Minecraft. So. Ein Schiff sollte gleich beim Crash in Einzelteile zu springen. Nicht 3 Sekunden danach. Also bitte, Minecraft. Liebe Entwickler. Tja, leider irgendwie nicht mehr so viel entwickeln, so schnell. Eher auf die Pocket Edition setzen jetzt und so. Schade, sehr schade eigentlich. Aber irgendwann kommt mal ein besseres Minecraft-Spiel, hoffentlich. Das dann auch viel entwickelt wird. Aber bis es soweit ist, wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre gehen. Aber ich würde mich so extrem freuen. Ein Minecraft-artiges Spiel, also ein Survival-Spiel, das richtig gut weiterentwickelt wird. Weil mit den Mods ist langsam auch irgendwie Schluss. So viele Mods gibt es leider nicht mehr. Und das möchte ich gerne entgegenwirken, indem ich selber ein paar Leute zusammentrommeln kann, die Mods für mich entwickeln. Und für die anderen natürlich. Aber vor allem für, ja, auf meine Pläne schauen, weil ich habe extrem viele Pläne. Ich könnte die besten Mods, ich könnte die besten Mod-Ideen bringen. Das glaubt ihr mich nicht. Aber das erzähle ich nur Leuten, die dann wirklich für mich auch arbeiten. Sonst könnte ja jeder kommen und sagen, ja, ich habe die Idee selber bekommen und nicht vom Herr Dragobasler. Ja, ich werde jetzt den Ruhm haben und Dragobasler nicht. So will ich das nicht haben. Da möchte ich eigentlich ja Leute am besten haben, die für mich die Mods entwickeln und ich denen auch vertrauen kann und die Mods dann entwickeln Schritt für Schritt. Dann kann ich die Mods auch laut sagen, wenn ich die Mods schon habe. So, man von denen keinen Ruhm mehr von anderen ja kopiert werden oder so. Wir haben 5 Setzlinge, wir brauchen mindestens 10 Setzlinge. 12. Ja, 12 brauchen wir. 4x4, damit wir überhaupt genug Setzlinge haben für viel Holz beim Haus. So. Weil bis zu 3 Bäume, dann kann es sein, dass die Bäume gar keine Setzlinge geben und dadurch plötzlich dann ohne Setzlinge dastehen. Das ist auch nicht so gut. Aber hier könnte man wirklich eine Stadt bauen. Also ein Küstendorf eher. Eine Stadt will ich am Anfang noch nicht bauen. Das ist zu viel Arbeit. Ich will Schritt für Schritt eigentlich etwas bauen. Und das sind eigentlich für jedes Königreich ein Dorf. So. Machen wir mal weiter.
Jetzt haben wir 8. Jetzt bräuchten wir noch 4. Komm. Bevor die Sonne untergeht. Ah, klar. Weg mit dem Skelett. Da haben wir noch ein Setzling. 10 Setzlinge. Gut. Das ist ein normaler Baum. Ah, hier hätten wir noch Setzlinge. Tschüss, Skelett. Tschüss, Skelett. Sehr gut. Zurück schnell, schnell zurück. Bevor es dunkel wird. Ja, leider geht das nicht. Schade. Wir sollten vielleicht am Haus auch noch ein bisschen... ausleuchten. Ach komm, hey, du bist so ein lama-schickes Boot. Ein Lama. Komm schneller, sonst kann ich nicht schlafen. Oh Mann, alles geht so langsam. Da ist ein Zombie schon mal. Muss ich mich jetzt hier durchgraben? Damit ich genug schnell bin. Ja, gut. Es ging noch. So. Wieso habt ihr jetzt so viel Reichweite? Hey, geht's noch so viel Reichweite haben? Alles wurde geändert, aber nicht das Beste. So. Birkenholz. Das Holz. Die Spitzhacke kann ich auch. Ja, man braucht viele Schläge. Genau deswegen habe ich eigentlich immer wenig Herzen nach einem Kampf. Das muss ich noch üben. So, also. Wie gesagt, hier kommen die Dinge. Oh, hier hat es überall Creeper. Dann machen wir mal einen Baum hier. So, einen Baum hier. Und einen Baum hier. Gut, dann gehen wir mal noch in den Sumpf, um Seerosenblätter zu holen, abernten. So. Und was sollen wir hier noch machen? Bisschen Sand abbauen oder Gravel abbauen? Nö. Hier haben wir eine Höhle. Pilze könnten wir sammeln. Nein, die sammle ich jetzt hier nicht. Hallo. Ich habe doch die 1 gedrückt. Wieso ist das nicht auf die 1 gesprungen? Geht's noch? Also. Hier Seerosenblätter. Hier noch ein bisschen Zucker. Hier hätten wir noch ein paar Kürbisse. Ah, Lehm. Aber nein, das Lehm will ich nicht hier abbauen. Das mache ich in einem Sumpf, wo weiter weg ist. Sonst haben wir hier überall Löcher im Sumpf. Naja, sieht ja nicht so schlecht aus. Komm. Haben wir ein bisschen Lehm. Da haben wir noch Lehm. So. Gut, das lasse ich mal. Sonst sieht der Sumpf zu abgeerntet aus. Vielleicht noch ein paar Blumen mitnehmen. Die sind recht selten, die Blumen.
nur im Sumpfbiom wachsbar. Okay, hier kann ich noch eins nehmen. So. Also. Noch ein paar Hühner töten und ja, dann wäre es eigentlich. Könnten wir ein bisschen Geflügel, Chicken Wings zum Abendessen. Lasst mich in Ruhe mit dem Gegacker. Ihr seid nicht zu für das nichts wert. Okay, hier haben wir Schafe, dann holen wir die Schafe hier am nächsten Tag. Gut, dann weiß ich, was ich für den nächsten Part machen soll. In diesem Part möchte ich hier noch kurz ein bisschen Lehm, weiteren Lehm kaufen, ja. Ich kaufe den Lehm, ich baue nicht ab. Nein, ich kaufe ihn. So, den Lehm abbauen hier und dann geht's wieder zurück. Noch kurz was essen. So, in der nächsten Folge machen wir das mit den Schafen und dann bauen wir weiter. Und ja, die nächste Mining-Folge, die zeige ich dann natürlich. Das war leider ein bisschen ein... Keine Ahnung, ich habe nämlich auf die Taste gedrückt, aber es hat irgendwie nicht aufgenommen. Vielleicht war es vom Freps ein Fehler oder es war von mir ein Fehler oder vielleicht war die Festplatte voll. Weiß ich nicht. Aber jetzt nimmt es auf, hoffentlich. Ja. So. Also, was haben wir jetzt hier? Hier haben wir Lehm, also Ton. Und die anderen Sachen sind alles für hier rein. So. Komm, wir machen das Fleisch auch hier rein. Fäden. So, also die Eisenaxt wäre eigentlich kaputt. Die kann ich jetzt hier rein tun. Machen gleich mal eine neue. Und noch ein Schwert. So. Ah ja, wir haben ja irgendwo Eisen drin. Dann mache ich gleich noch ein paar Spitzhacken, um meine Versteine durchbuddeln. Das habe ich gerne, damit ich nicht zu viel brauche von der Spitzhacke. So. Und mit dem Rest können wir mal eine Rüstung bauen, komm. So. Schick. Ja, nehmen wir mit. Dann machen wir noch einen Ofen zum Mitnehmen. Und nehmen noch ein bisschen Holz. Ja, dann wird der Part vorüber. Ich danke mich fürs Zuschauen und schaue ich eigentlich jeden Part, ob es wirklich auch aufnimmt. Aber das kann ich eben erst danach schauen. Also wird es wahrscheinlich wiederkommen. Leider. Es wird wieder passieren. Aber das ist äußerst selten. Also tut mir leid. Also wir haben richtig eine unspannende Folge gehabt. Also die vorher. Die war richtig unspannend und war eigentlich relativ schnell auch vorüber, weil ich dann ja, einfach mal gucken wollte und dann merkte, dass ich nicht richtig aufnehme, also gar nicht aufnehme. Und deshalb habt ihr eigentlich auch gar nichts verpasst, außer eben die zwei, die fünf Dias finden und eine Diamantenspitzhacke herstellen und ein bisschen blöden Stein abbauen, hier Diorit und Granit. So, aber Dankeschön fürs Schauen. Ich schaue, dass es nicht mehr passiert. Ich will ja auch nichts irgendwie Unfaires machen. Also, dass ich mir plötzlich irgendwie noch etwas entschiede oder so, das habe ich nicht. Und ja, eben. Ich schaue, dass es nie mehr passiert. Weil
Fraps ist leider schon extrem alt und da kann immer wieder ein Fehler passieren, aber ich muss es finden können. Und ja, machen wir noch ein paar Steinstufen. So. Also, das wäre alles. Hier könnten wir sogar noch Türen machen. Wäre sogar gut. Das machen wir aber nächstes Mal. Tschüssi, Leute.